Du da unten kannst abgezogen werden und du da unten eigentlich auch. Komm, das Verstecken bringt nichts und so haben wir wenigstens zwei Leute wieder mehr in der Basis. Ihr versteckt euch noch und kriegt bald Nachschub. Was mit euch? Ihr stehlt und hier oben immer noch am Verstecken. Nee. Aber wir haben 228.000. Ja, das ist okay. Ich würde gerne wissen, was man später alles Schönes mit seinem Geld machen kann. Also, selbst wenn es nicht gibt, würde ich einfach immer mehr haben wollen, weil das gehört dazu, ein fieses Genie zu sein. Eine Kammer voller Gold. Ja, das wäre also schon schick. Aber trotzdem, irgendwie so ein Todeslaser oder eine Atombombe oder mutierte Killerkaninchen. Irgendwas so in der Richtung. Würde ich schon ganz gerne mal zusammenbasteln. Ich gucke mal ganz kurz bei den Räumen, ob ich da noch irgendwas übersehen habe. Korridor haben wir viele. Tresorraum haben wir zwei. Kaserne haben wir zwei. Speisesaal haben wir einen. Aufenthaltsraum haben wir einen. Kontrollraum haben wir einen. Waffenkammer haben wir zwei. Ausbildungsraum haben wir einen. Ein Archiv haben wir. Eine Krankenstation haben wir. Ein Allerheiligstes haben wir. Ein Kraftwerk. Wir haben sogar drei. Ne, zwei. Eine Hotellobby haben wir nicht. Und eine Hotelhalle auch nicht. Das ist richtig. Und Gefrierkammer haben wir viele. Also ja, ein Hotel zu bauen wäre wohl der nächste Schritt. Aber das hatten wir schon mal angesprochen. Dafür haben wir hier auf der Insel nicht wirklich Platz. Jedenfalls nicht für ein Hotel und mehr als einen Flügel. Außerdem hätte ich da gerne noch mehr Puffer. Weltkarte. No. Wo kommst du denn her? Ach, der Kammerdiener. Gerade der. Na gut, ihr versteckt euch mal. Ihr könnt weiter stehlen. Der Agent ist ja weg. Was haben wir hier? Ach, der Techniker. Was haben wir hier noch? Zwei Risiko, 10 Bekanntheitsgrad. Bräuchte 10 Wachen, die den Nationalpark in Brand setzen. Ah, ist ja fies. Aber nee, ich muss mich zurückhalten. Bekanntheitsgrad ist zwar schön und gut, vor allem, weil wir dadurch auch mehr Leute bekommen. Aber wir haben nicht genug Leute. Ich bin schon fast versucht, die Rekrutierungsmarge etwas höher zu setzen. Das ist teuer. Oh, Aufgabe abgeschlossen. Ja, das wird der. Nee, hier. Das hat man schon vorher gemacht. Moment mal, welche Aufgabe haben wir jetzt abgeschlossen? Nähe indischer Subkontinent. Ja, stimmt. Okay. Das dachte ich aber echt, dass das eben schon gewesen wäre. So, du wirst ausgebildet. Wir bräuchten eigentlich einen größeren Ausbildungsraum. Also jetzt nicht unbedingt wegen den Wachen, die haben ja 6 Stück. Aber wir haben nur ein Dingens für die Techniker. Was nicht so schlimm ist, weil wir nicht so viele Techniker brauchen. Aber die Bediensteten bräuchten auf jeden Fall noch einen Tisch. Aber hier passt noch einer hin. Okay, bauen. Einmal bitte ein Schulschreibtisch. So. Oh, und hier ist es auch endlich fertig. So, dich bewegen. Einfach da so hin. So. Ja, es reicht aber, wenn ein paar verfügbar sind. Die kosten ja nur 500. Das ist ja ein richtiges Schnäppchen. So. Dann machen wir hier die ganze Reihe Betten und dann können wir die Dinger erstmal so drehen, dass sie auch wieder besser aussehen. Die müssen erstmal weg, da hinten hin. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Dreh, dreh, Das dreh. Objekt So. wird in Kürze versetzt. Dann könnten wir hier eigentlich neue Spinde hinstellen, die dann auch alle in die Richtung zeigen, damit es einigermaßen okay aussieht. Oder wir lassen es dekadenterweise einfach frei. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Und wir bauen hier einfach eine neue Reihe hin. Das Objekt wurde in So. Auftrag gegeben. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag 250.000, gegeben. sehr schön. Und ich Objektkauf drehe das jetzt wurde in einfach mal Auftrag hoch. gegeben. Also. 500 Dollar alle 40 Sekunden. 1000 Dollar alle 20 Sekunden. Wie viel wären das denn maximal? Sagen wir mal, wir rekrutieren jetzt 40 Leute. Das wären 40.000. Das können wir sogar verkraften. Ja, komm. Das lassen wir jetzt mal so durchlaufen.
Ihr baut jetzt das alles auf, du. Es sind viel zu viele Betten. Achtung, oh ja. Dieses Objekt ist schlecht zugänglich. Ja, ja, ja. So, was haben wir hier? Sind das gute? Ein außergewöhnlicher Pampers-Ermittler. Und die haben schon was. Das ist nicht gut. Ihr solltet mal verwirrt werden. Du auch. Du auch. Sagt die Minimap noch irgendwo rote Punkte? Nö. Aber Kane kann sich schon mal provisorisch dahinstellen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Lauf schön in die Gasfalle. Muahahaha. Ja. Er hat irgendwie keinen Schaden bekommen. Das ist komisch. Und? Jahahaha. So viel zu einem außergewöhnlichen Agenten, ne? Oh, er hat überlebt. Mist. So viel zu einem außergewöhnlichen Agenten. Ach ja. Oh, das Verwirren klappt ja einigermaßen. Und er wird sogar von zwei Seiten belagert. Nicht schlecht. Also ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ein paar weniger Wachen zu haben und dafür mehr Kammerdiener. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vergessen die auch mit der Zeit, dass sie schon was gefunden haben. Also er hier hat keine Wut mehr. Und er hier auch nicht. Sehr, sehr schön. Also ja, die Kammerdiener sind echt genial. Boah, haben wir hier viele Leute. Aber Gott sei Dank immer nur im vorderen Bereich hier. Ich glaube, ich mache die Kamera da mal weg. Hier war doch irgendwo einer, oder? Die bringt mir... Nö, hier ist gar keine Kamera mehr. Da ist die Kamera. Ja, da soll sie auch sein. Ich hätte eigentlich erst gerne Warnmeldungen, wenn irgendjemand in den gefährlichen Bereich eindringt. Und nicht immer wegen diesen doofen Sicherheitstüren. Aber na gut. Ja, die Windfallen. Wollen wir nicht einfach mal rausschmeißen? Bin ich versucht. Dich. So. Die benutzen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das heißt, wir müssen immer nur daran denken, die Leute mit dem Schwächentag zu markieren. So. Und die Windfallen will ich nicht mehr benutzen, weil unsere Leute halt zu oft da reinfallen und dadurch der ganze Arbeitsablauf hier unnötig gestört wird. So, du brauchst auch noch ein Schwächendeck. So, und was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt... Nirgendwo Agenten. Wut ist okay, aber wir könnten trotzdem nochmal einen Kammerdiener, einen Techniker, einen Arbeiter hier hinschicken. Und einen Arbeiter dahin. So. 2800 alle 60 Sekunden. Warum denn das? Achso, ihr stehlt nicht. Ihr stehlt auch nicht. Das solltet ihr mal machen. So, schon besser. 13.000. Weiterlaufen lassen. Also ja, dass wir jetzt $400 pro neuen Bediensteten bezahlen, fällt nicht wirklich ins Gewicht, finde ich. Wir bleiben immer noch bei 250.000 rum und das ist okay. So, du brauchst auch noch einen Schwächentag. Die Betten werden schon genutzt und es liegen nur oben Leute drauf. Das sollte ich mal im Auge behalten. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Oh, das ist nicht gut. Schwächentag angeordnet. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Gut, da kriegst du auch keine Wut, aber da solltest du nicht reinlaufen. Wir brauchen mehr Kammerdiener. Und vielleicht auch mehr Türen. Also hier vielleicht auch eine Zweiertür, damit sie versuchen, das zu knacken. Und dann merken sie, oh, hier ist ja wieder ein nicht verwerfungsvoller Raum. Ach du gut, was habe ich da gerade zusammengereimt? Also ihr wisst schon, was ich meine. Ein nicht verfänglicher Raum. Und dann gehen sie vielleicht irgendwann, wenn sie oft genug Schlösser knacken und dahinter nichts finden. Oh, und da legt sich auch einer unten hin. Sehr schön. Also, Betten brauchen echt nur eine Seite als Zugang. Und da hätte ich gerne auch noch eine Tür. So. Und wir haben hier 6 Leute, die verwirrt werden müssen. Und keiner, der das macht. Achso, die müssen ja erstmal gesehen werden und dann auch Lautsprecher abbekommen.
Ist hier ein Lautsprecher drin? Nee, 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 nee. Nö, hier ist kein Lautsprecher drin. Also, wir hätten gerne einen Sicherheitslautsprecher. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Und wir hätten gerne eine Überwachungskamera, dass sobald jemand hier reinkommt, die Jungs sofort wissen, oh, ich muss loslaufen und den verwirren. Nur wohin? Die Wände sind ein bisschen ungünstig gelegt. Ich hätte eigentlich ganz gerne hier eine. Da, wo die Windfallen sind. Ja, komm. Du kannst mal... abgerissen? Nee, beweg dich mal da an die Wand. Einfach so für später. Und dann kommt da die Kamera hin und ich hoffe einfach mal, dass die Kamera nicht jedes Mal losplärt, wenn irgendjemand... Sie wird losplären zwangsweise. Aber daran werde ich mich wohl gewöhnen müssen. Dass sobald jemand reinkommt und er einen verwirrenden Tag hat, dass dann sofort alle Leute losgeschickt werden. Also, da war... Lautsprecher. Hier war kein Lautsprecher. Was ja irgendwie aus Respekt schon fast Sinn macht in der Bücherei. Aber, nix da. So. Hier drin ist, glaube ich, auch noch keiner. Geht nicht, geht nicht. Da geht, aber es geht ja nicht bis zum Ende runter, oder? Nee. Also muss da einer hin. Und da einer hin. Wir brauchen bald neue Generatoren. Das ist doch echt so. Also wir hätten gerne einen Generator. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. So. Eine Notfallversorgung für die Stromversorgung der Basis. Ja, vielleicht sollten wir davon noch einen bauen. Jetzt, wo wir gerade ein bisschen Geld das über haben. Wurde Weltkarte. Oh. Ein Kammerdiener. Ja, okay. Und er ist schon wieder weg. Sehr schön. Einfach weitermachen. Und Gelb hat keine Wut. Dann machen wir das auch mal anders. Pause. Ihr geht mal alle weg. Und geht mal alle in das richtig teure Land hier. Ja, das war zu viel. So. So. Und dann lassen wir jetzt Rot eine Weile in Ruhe, dass die sich ein bisschen regenerieren können, was die Wut angeht. Orange hat auch fast keine Wut. Das heißt, wir könnten das gleiche mit Grün machen. Also Grün einmal alles abziehen. Und nach Orange schicken. Hier ist sogar eine Mission. Was brauchen wir? Was ist das, der Techniker? Hier unten ist sogar eine Mission. Das ist die komische Kammerdienerin. Na gut, dann halt alles hier hin. 1, 1, 1 und 6. Also, merken. Wir lassen Rot regenerieren und Grün regenerieren. Blau ist noch im Toleranzbereich. Und dafür beginnen wir jetzt halt auf Gelb und Grün. Okay, Pause. Weg. Unsere Leichenkammer ist ganz schön voll. Die sollten wir vielleicht auch nochmal erweitern. 1, 2, 3 Felder braucht so ein Ding. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Weiter. Und 1, 2. So. Sehr schön. Also wir haben gleich noch einen Strom. Wir haben mehr Platz für Leichensäcke. Wir... haben hier Spinte. Die eine Krankenstation ist weg, sehr gut. Die Lautsprecher sind da, da. Da werden sie noch aufgebaut. Die Kamera können wir jetzt hier bauen. Überwachungskamera. So, sie wird jede Menge Lärm verursachen. Aber hoffentlich werden dadurch schnell die Leute aus unserer Basis rausgeschmissen. Du zum Beispiel hast richtig viel Wut. Und hast nur noch 2 Punkte Aufmerksamkeit. Komm schon, das kriegen wir hin. Komm, lass dich. Komm schon. Bleib stehen. Stopp. Fang den endlich ab. Okay, Tür zu.
Warum läufst du weg? Kane, wo bist du? Ach, viel zu weit hinten. Lauf mal schnell dahin. Also ja, es erhöht wohl die Wut nicht so hoch, wie ich dachte. Aber das eine Mädel, was vorhin geflohen ist, hatte, glaube ich, auch nur so ein bisschen Balken. Der hier wäre schon ein wenig mehr. Außerdem ist er ein guter Ermittler. Und vielleicht sehen bei den guten Ermittlern die Sachen dann auch gleich viel mehr. So, Kane müsste eigentlich gleich da sein. Sehr gut. Aber eigentlich hätte ich gern, dass ein Kammerdiener kommt. Weil er hat ja nur noch zwei Punkte. Das heißt, er müsste nur noch einmal gefußpinselt werden und schon wäre er wieder glücklich. Und wir machen die Dinger hier einfach mal kurz wieder an. So, so. Und schicken Kane vielleicht einen Ticken weiter weg, dass er nicht davon erwischt wird. So. Jetzt mache ich die Tür mal ganz kurz auf. Und warum kann er durch eine Dreiertür gehen? So war das nicht geplant. Also ja, die Tür kurz auf. Die Tür kurz auf. Bis er losläuft und auf die Platten tritt. Aber irgendwie will er jetzt gar nichts mehr machen. Okay, du trittst auf die Platte, löst es aus und er wird verwirrt. Nee, doofe Bergarbeiter. Tür zu. Ah, na also. So, was hast du verloren? Du hast verloren Klugheit und hast komischerweise wieder volle Aufmerksamkeit. Das ist nicht gut. Du wirst verwirrt, okay. Das irritiert mich echt ein wenig, dass er seine ganze Aufmerksamkeit wieder bekommen hat. Aber na gut, dann musst du halt einfach sterben. Zweiertür. Kane töten. Genau. Schön kämpfen, nicht wieder Ententanz aufführen. So, du wieder rein. Tür wieder auf. Zwei kann sie bleiben, sehr schön. Und wir sollten mal wieder abspeichern. Also, speichern. Speichern. Nehmen. Nach Folge 25. Ich finde es übrigens sehr irritierend, dass sobald man Pause drückt, die Musik weggeht. Das würde ich gerne mal umstellen. Aber na gut, wir sehen uns dann gleich wieder.